Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen aus der Türkei. Ich versuche mal nicht so glücklich zu sein. Nein, ich wollte heute mal ein ganz anderes Thema besprechen, über wie Menschen euch daran hindern, glücklich bzw. erfolgreich zu sein. Ja, sowas gibt es. Ich bin ja an der Nordsee geboren und in der Schule früher hat man wirklich sehr viele sinnvolle Sachen gemacht. Zum Beispiel den Krabbeneffekt besprochen. Was ist der Krabbeneffekt? Ja, wir sind zur Weser, haben Krabben gefangen, alle in einen Eimer. Der Krabbeneffekt ist wie folgt. Es sind, sagen wir mal, 20 Krabben drinne, eine Krabbe, zwei Krabben versuchen rauszugehen und die werden immer wieder zurückgezogen. Ich erzähle euch jetzt mal hier ein paar Punkte. Ich habe mir mal ein paar Punkte notiert, ja, wie ihr rausfiltern könnt, wer sowas macht. Als erstes Kritik. Also ich habe 5 Punkte. Kritik. Diese Menschen üben immer einseitige Kritik bzw. unfaire Kritik an dem, was ist. Ja, wenn ihr gerade erfolgreich seid oder glücklich seid, die üben immer wieder Kritik. Und das einseitige und unfaire Kritik. Zweiter Punkt ist, sie ziehen immer wieder Vergleiche. Sie erzählen dir Vergleiche von anderen Familien, anderen erfolgreichen Menschen, dass sie noch erfolgreicher sind oder erfolgreicher werden. Glücklicher sind, zufriedener sind, freier sind. Ja, man kann mit diesen Vergleichen oder mit dieser Kritik umgehen. Na klar kann man das. Man muss stark sein. Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Na klar. Aber nicht, wenn es im näheren Umfeld ist und man sich das täglich, wöchentlich oder so anhören muss, weil irgendwann zweifelt man selber, oder? Der dritte Punkt, Unfreundlichkeit. Die Menschen werden dann unfreundlich, wenn sie merken, sie kommen mit ihren Kritik und Vergleichen nicht weiter. Jeder kennt das, eine herzliche, warme Umarmung, ja, diese freundschaftliche, familiärische Umarmung. Man spürt auf einmal die Kälte, die Unfreundlichkeit. Und man denkt, man hat was falsch gemacht. Und man überlegt, ach, vielleicht hätte ich lieber doch der Kritik zuhören können oder den Vergleichen zustimmen sollen. Dann zweifelt man schon wieder. Ne? Viertens, Aggressivität. Wenn Sie mit all diesen 3 Punkten nicht weiterkommen, werden Sie langsam aggressiv. Ja, Sie kommen euch anders gegenüber, aggressiv gegenüber, so wütend und so, ne? Und jetzt, für mich eigentlich der wichtigste Punkt, Ballast. Jetzt fragt ihr euch, hä, wie Ballast? Ja, diese Menschen tun wirklich so, als wenn sie sich mit dir freuen würden, über euch freuen würden, euren Erfolg, eure Liebe, euer Glück, egal was. Und bäm, im nächsten Augenblick kommen die Vorwürfe. Ja, aber. Na, dann kommen die Vorwürfe. Sie versuchen euch Schuld einzureden. Sie versuchen euch, ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen kann, dass ihr was falsch gemacht habt oder falsch macht, einzureden. Was kann man dagegen tun? Was kann man dagegen tun? Fragen sich viele. Man kann viel dagegen tun. Man kann sich distanzieren. Man sollte sich distanzieren. Wenn man erfolgreich sein möchte, beziehungsweise glücklich sein möchte und man nur 2 von diesen Punkten merkt und ihr weist vielleicht die Leute auch darauf hin, ja, das ist mein Leben, was ich mache, ist für mich richtig und vielleicht für dich nicht richtig, jeder macht es anders. Einfach distanzieren, wenn diese Menschen damit nicht aufhören, ob es jetzt Arbeitskollegen sind, Familienmitglieder sind, Freunde sind, Geschäftspartner sind, ja, distanziert euch. Weist sie darauf hin in einer freundlichen Art und Weise und dann, wenn sie nicht eingesehen haben, dann distanziert euch einfach, weil das tut euch nicht gut.
Ihr werdet an eurer Liebe gehindert. Ihr werdet an euren Erfolg gehindert. Ihr habt euch das verdient. Das müsst ihr euch immer und immer wieder sagen. Ja? Es ist nicht der Berg, den ihr beklimmen müsst. Es seid ihr selber. Ihr müsst selber in euch reingehen. Und ihr hattet den Mut, egal ob eine neue Liebe oder ihr hattet den Mut, geschäftlich was Neues aufzubauen. Und falls ihr scheitert, dann war es halt nicht anders. Dann seid ihr eine Erfahrung mehr, reicher. Dann seid ihr eine Erfahrung reicher. Ich verstehe diesen Neid, diese Missgunst, diesen Hass, verstehe ich bei manchen Menschen nicht. Nein, kann ich nicht verstehen und ich glaube, ich werde es nicht verstehen, weil man gönnt doch seinem Nächsten alles, ja? Man freut sich doch. Aber es gibt wirklich Menschen, so leid es mir tut, die gönnen einem das nicht. Und das sind die Bösen, das sind die Unzufriedenen, das sind die Boshaftigen, die selber, ja, dachten, sie machen alles besser. Wo vielleicht wirklich in deren Arbeitsplatz unzufrieden sind, aber tun so, als wenn sie zufrieden wären. Oder unglücklich in der Beziehung sind, aber tun so, als wenn sie die glücklichsten wären. Das sind diese Menschen. Das sind die bösen Menschen. Die glücklichen Menschen reden dir Mut zu. Hey, versuch es. Es klappt. Und wenn es nicht klappt, ist doch nicht schlimm. Das ist wie bei Babys, die versuchen, laufen zu lernen. Kleinkinder, ja, oder krabbeln. Genauso ist es. Wie Kinder, die versuchen, laufen zu lernen. Die fallen hin, einmal hin, stehen wieder auf, haben sich vielleicht das Knie aufgehauen. Mama putzt sauber oder Papa putzt sauber, ja. Aber sie versuchen es immer wieder, bis sie an ihr Ziel ankommen und den Weg bis nach Mama gelaufen ist. Jeder, der Mutter ist, kennt dies doch. Das Kind versucht, der Papa oder die Geschwister halten fest. Es macht einen Schritt, fällt hin. Es weint vielleicht, ist unzufrieden, unglücklich. Man stellt es nochmal hin, dann zwei Schritte. Ja? Denn fallen ist nicht das Problem. Das Wiederaufstehen ist das Problem. Und daran wollen euch manchmal manche Menschen hindern. Und das finde ich persönlich nicht gut. Deswegen dachte ich, ich mache heute mal ein ganz anderes Video, wo gar nicht mit Auswandern zu tun hat, mal etwas Mut zu sprechen. Alles ist machbar. Wirklich, Leute, alles ist machbar. Und wenn man scheitert, dann war es halt so. Ihr habt Erfahrungen gesammelt, oder? Bis dann, eure Katja. Ciao, ciao.